Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play LS17 bei nordfriesischen Marshmap Version 3.0 ohne Gräben. Wir müssen unbedingt Holz holen. Wir haben schon Holz geschlagen, Holz geerntet sozusagen, nicht geschlagen, in einer der letzten Folgen. Das muss jetzt aus dem Wald geholt werden. Ja, das ist ja auch... Ich glaube, das wird schon wieder ruckelig. Ich muss mal gucken, was ich hier machen kann, damit ich euch eine vernünftige Qualität liefern kann. Weil das, was hier im Moment so abgeht, was ich hier in meinem Aufnahmeprogramm sehe, sieht jetzt nicht so prickelnd aus. So, linke Seite. Start Autoload. Schauen wir mal. Ja, schon einiges an Holz, was hier so liegt, was wir geerntet haben. Oh. Nicht klug. Gar nicht klug. Versuchen wir es mal so rum. Ja. Eine ganze Menge. Die letzten paar Stümpfe, die da liegen, die holen wir uns jetzt auch noch. Dann bringen wir das Ganze gleich mal schon mal direkt zum Sägewerk. So. Ich glaube, Autoload. Und Banggurte anbringen, damit uns das Ganze da nicht runter rödelt. Aber hier quer durch den Wald fahren. Man denn mit so einem Trailer auch wirklich so durch den Wald fahren würde in echt? Ich weiß das ja nicht. So, solche Strecken. Naja, aber hier geht's. Ja, echt mal gucken, wie denn hier die Streamqualität, die Aufnahmequalität ist. Das passt mir ja gar nicht, was ich da sehe bisher. Mit welchem Programm nehmt ihr denn auf? Ich mache das jetzt mit OBS Studio. Gibt es da was, was besser läuft? Was einfacher ist? Was nicht so aufwendig ist? Oder so? Habt ihr da Ideen, Vorschläge? Banggurte lösen und abladen. Jawohl. Und schon arbeitet hier das Sägewerk. Ah, komme ich da rum? Na klar komme ich da. Ob ich da rumkomme? Na klar komme ich da rum. Jetzt fängt hier erstmal wieder fangen die Holzwochen hier wieder an. Wo man dann erstmal wieder damit beschäftigt ist, Hackschnitzel wegzufahren, Holzpaletten durch die Gegend zu fahren, Leerpaletten abzufahren und so weiter und so fort. Aber das gehört dazu. Das können wir nicht ändern. Uns doch erstmal das Holz, was hier so direkt am Wegesrand liegt. Wo man gut rankommt. Zack. Naja. Nicht schön. Aber selten. Wie man so schön sagt. Und hier machen wir mal... Wow. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal stehen bleiben. Nicht so heizen.
Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir aber eine Speerspitze rausragen. Ob das so gut ist, dass so aufgeht. Haben wir auch ganz schön viel abgeholzt, muss ich schon sagen. Auch hier wie so ein Blinder, ne? Na, jetzt fahren wir mal hier vorne hin, laden das einfach mal alles ab. Dann stumpft alles wieder auf. In der Hoffnung, dass es dann vernünftig aufgeladen ist. Ja, jetzt ist hier natürlich einer schon rechts abgeladen. Also, rechte Seite. Dann abladen. Okay. Start Autoload. Ja. Eine Spanngurte drum. Zum Sägewerk bringen. In der Hoffnung, dass das Sägewerk da was mit anfangen kann. Wir werden sehen. Also warum wir übrigens mit OBS Studio aufnehmen, ist einfach die Tatsache, dass ich hier direkt auch meine Sprache mit aufnehme. Und ich mir dann eine Datei erstelle, die 4 Audiospuren hat. 2 Spuren für den Game Sound und 2 Spuren für mein Mikrofon. Ich meine, das ist zwar Mono, prinzipiell auch eine Spur reichen, aber die Einstellung habe ich jetzt so nicht gefunden. Das hat für mich dann den Vorteil, dass ich dann später in der Nachbearbeitung, wenn ich das schneide sozusagen, einfach auch sagen kann, ich ändere jetzt nochmal am Pegel ein bisschen was. Ja. Das könnte ich leider nicht, wenn ich jetzt nur nur 2 Audiospuren insgesamt mache. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie jetzt noch mit extra Programmen wie Audacity rumzumachen oder so. Und das dann nachher alles zusammenzufügen. Und so ist das eigentlich relativ schnell bearbeitet. Aber wenn die Qualität so scheiße ist. Also ich habe jetzt mal das erste Video, was ich dann nicht in Full HD aufnehme. Ich spiele in Full HD, aber ich nehme dann nicht auf in Full HD, sondern ich render mir praktisch, oder kriege praktisch ein Video in 1280x720. Aber das kann ja eigentlich nicht des Rätsels Lösung sein, ne? Also solche Qualitätseinbußen wollte ich da eigentlich dann nicht hinnehmen. Da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Jetzt müssen wir mal Autoload kurz stoppen. Auf die rechte Seite schalten. Weil da vorne komme ich ja links gar nicht dran vorbei. So viel Holz habe ich auch noch nie auf einmal hier geerntet, sozusagen. Das dürfte dann schon wieder reichen, dass das Sägewerk das gar nicht alles verarbeiten kann. Ist egal. Wir klappen das da trotzdem alles hin. Oder zumindest das meiste. Und sehen dann einfach zu, wenn das Sägewerk dann wieder Kapazitäten hat, dann holen wir wieder. Ah, komm. Das muss jetzt auch reichen eigentlich. Ah, komm. Autoload aus. Achso. Autoload war schon aus. Spanngurte rum.
Den Rest holen wir uns dann hier gleich aus dem Wald. Jawoll! Unebene Fahrbahn, würde ich sagen. Ist gar nicht wirklich so eine Qualität wie in den Videos hier jetzt gerade. Also vom Ruckeln her weiß ich gar nicht, ob ich das antun kann oder ob ich nicht alles wieder offline nehmen soll. Davon, wenn man sich zu sehr auf die Technik konzentriert und zu wenig darauf, was man im Spiel dann wirklich macht. Muss ich die Details in meinem Spiel runterschrauben? Sind die zu hoch oder... Ich muss mir mal die Frames, glaube ich, anzeigen lassen von... überhaupt, die ich hier mache. Da fängt schon an. Die kann er alle schon nicht mehr laden. Also laden wir das alles auf. Machen hier fein säuberlich die Spanngurte drum. Halten Autoload aus. Ja, auch cool. Fahren hier dran vorbei. Das irgendwie hinkriegen. Unfallfrei. Und stellen hier dieses ganze Gespann, so wie wir es haben, immer ab. Steigen aus. So, jetzt will ich einmal gerne gucken, wie viele Pellets wir denn haben. Beziehungsweise wie viel Stroh wir hier haben. %81. Boah, das ist ja schon ganz ordentlich. Jetzt müssen wir bloß Paletten herbringen. Was wir jetzt machen ist, wir fahren jetzt mit ihm hier wieder zum Hof. Den brauchen wir hier ja im Moment so gar nicht. Das ruckelt schon wieder in der Aufnahme. Das sehe ich hier schon wieder so aus dem Augenwinkel. Deshalb eier ich hier auch so. Das ist nicht schön. Was kann ich denn da machen, Leute? Was kann ich da machen? Sagt es mir. Antwortet in den Kommentaren. Können wir erstmal gucken, was mit meinem Wunschfeld ist. Wie das da aussieht. Dass ich mir das kaufe. Das müssen wir dann notfalls nochmal düngen, weil ich nämlich ja auch auf die Cultivator Density zurücksetze. Vielleicht sollte ich einfach auch kleiner spielen. Vielleicht sollte ich einfach auch nur auf 1280 mal 720. Und nicht so wie im Moment hier auf Full HD. Ich weiß es nicht. Ich weiß im Moment auch nicht, was ich mit ihm hier gleich mache. Deshalb stelle ich ihn jetzt noch nicht weg. Ich stelle ihn jetzt erstmal hier hin. Weil hier weiß ich ja, dass hier keine Cosplay-Sachen stattfinden. Und wir gucken mal kurz auf die Karte. Ja, den Tieren geht es immer noch gut. Da ist nichts angepflanzt auf Feld 4. Ich sollte das nicht so oft sagen, dass ich das Feld kaufen will, weil dann wird da auch nichts angepflanzt. Hat aber auch den Vorteil, ich könnte jetzt gleich mal die Cultivator Density zurücksetzen.
und mir das Feld dann kaufen. Ich will erstmal einmal gucken, was Feld denn im Moment überhaupt kostet. 4,3 Millionen. Kann man machen. Geld haben wir ja. Dann haben wir immer noch 1,1 Millionen. Ich glaube, das ist durchaus eine Option. Aber was wir jetzt mal machen, ist nochmal eben in den Hofladen gehen. Gucken, wie es im Hofladen aussieht. Mir geht das ja ein bisschen zu langsam da, ne, mit dem Verkauf. Auch wenn wir damit ja wohl mehr Geld verdienen, als wenn wir die Sachen irgendwie direkt verkaufen. Aber bei den Hofladen habe ich jetzt, weiß ich nicht wann, hier angesetzt. Dann habe ich irgendwie knapp 8.000 Euro pro Fruchtsorte. Gut, ich habe 8 Fruchtsorten, das sind auch 64.000 Euro da drin. Aber schnell ist irgendwie was anderes, finde ich. So. Gut, ich muss mal gucken, was ich hier mit meinen Einstellungen machen kann. Das soll es erstmal gewesen sein für heute, für diese Ausgabe. Ja, fahr du mal los. Ich muss mal auch gleich erstmal waschen. Du siehst aus, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Egal, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wenn ihr Tipps habt zur Technik, was ich machen kann, schreibt mir. Freue ich mich. So traue ich mich fast nicht, die Sachen hochzuladen. Müssen wir mal gucken, was wir da finden, was wir für ein Tool finden. Wie gesagt, mir wäre eigentlich wichtig, dass ich nicht noch mit Audacity noch eine extra Spur aufnehmen muss, sondern dieses mit dem OBS ist eigentlich schon ganz cool, aber vielleicht muss ich auch irgendwelche Einstellungen hier im LS17 runterstellen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Kann ich mir nicht sagen. Trotzdem würde ich mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen und sage dann und tschüss!